Hallo liebes Publikum, HBK hier und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ja, wie ihr seht, spielen wir ab jetzt freitags immer Pflanzen vs. Zombies Brains. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt das Abenteuer. Für alle Leute, die dieses Spiel noch nicht kennen, es ist ein Tower Defense Spiel. PopCap Games präsentiert. Pflanzen vs. Zombies, gegen Zombies. Und das hier ist gerade mein kleiner Vorgeschmack von dem, wie es dann später wirklich aussehen wird. Ja, das sind die Zombies. Wir dürfen die Zombies nicht über unseren Rasen an unser Haus gelangen. Sie dürfen nicht an unser Haus gelangen. Was wir machen müssen, ist Pflanzen zu pflanzen und nebenbei Sonne einzusammeln, weil ja, diese Pflanzen kosten Sonne, damit man sie pflanzen kann. Und wie ihr seht, die Pflanzen schießen die Zombies ab und so schützt man seinen eigenen Rasen davor oder auch, naja, man sich selbst so eigentlich davor von dass die Zombies einem das Hirn fressen und jetzt bin ich gerade irgendwie total labern gewesen. Ne, fängt's noch ganz gechillt jetzt an mit einer Reihe Rasen und diesen doch relativ schwachen Zombies. Hat man denn später wirklich 5, sogar 6 Reihen und bei weitem stärkere Zombies. Und am Ende jeder Runde bekommt man eine neue Pflanze, hier zum Beispiel die Sonnenblume. Wie der Name schon sagt, sie gibt die Sonnenblume eine extra Sonne. Hier kann man es nochmal lesen. Und ja, da steht Haus von HBKLP und so heißt auch dieser Account in dem Spiel, sage ich mal, weil ich habe schon mal privat das Spiel gespielt, durchgespielt auch. Und da heißt es dann nur HBK, aber da ich, sage ich mal, komplett alles auch von den Minispielen her und so euch nochmal von der Pike auf zeigen möchte, spielen wir das hier auf einem separaten Stand. Ja, von den Sonnenblumen ist es immer ratenswert, so viele wie möglich zu pflanzen. Damit man einfach mal genug Sonne hat, um das zu pflanzen zu können, was man möchte. Ja. Und bei den Zombies reicht es wirklich, wenn man einen von diesen Erbsenkanonen hinstellt. Das reicht auch, wenn man, sage ich mal, wenn die schon irgendwie 2 oder 3 Felder von dem Rasen überquert haben, dann reicht es auch, da reicht es auch, wenn man wirklich nur eine von diesen Erbsenkanonen hinstellt, dann werden die trotzdem noch besiegt. Schwerer wird es erst, wenn, naja, schwerer an sich nicht, aber ist dann später auch, naja, ihr werdet sehen, wenn denn die anderen Zombies kommen. Dann werde ich das alles nochmal direkt dann erklären. Viele von euch werden dieses Spiel vielleicht schon kennen. Die Leute, die es nicht kennen, okay. Ihr seht es jetzt hier zum ersten Mal, sage ich mal wahrscheinlich. Und das ist eigentlich das ganze Spielkonzept. Also so geht das jetzt das ganze Spiel über. Wir pflanzen unsere Pflanzen am besten ganz links. Also es kommt immer drauf an, welche Pflanze. Aber es macht sich am günstigsten immer ganz links anzufangen, weil die Zombies ja von rechts kommen. Die Zombies dürfen eben nicht nach links durch. Wenn ihr links am Rand seht, das sind Rasenmäher.
Und wenn die Zombies diese Rasenmäher erreichen, dann fegen die einmal über die ganze Linie. Was wir jetzt bekommen haben, sind die Kirschbomben. Sie sprengt alle Zombies in einem Bereich. Dieser Bereich sind jetzt, sage ich mal, die drei. Ja. Die drei Rasenreihen. Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Fraps eingestellt habe. Ich glaube, da habe ich eingestellt, dass ich mal den Cursor, den Pfeil gar nicht sehen kann. Wenn ich mich nicht irre. Das bedeutet, ihr könnt gerade gar nicht sehen, wo ich immer mit dem Pfeil hingehe. Das wäre natürlich ein bisschen suboptimal, aber das werde ich ja dann sehen, wenn ich die Aufnahme im Endeffekt dann... Ja, wenn ich die Aufnahme mir dann anschaue, dann werde ich ja sehen, ob dann der Pfeil dabei ist oder nicht. Der Mauscursor. Das hier ist sowieso erstmal so eine Testaufnahme auch. Deswegen ist es auch als letztes Test auf meinem Zweitkanal und nicht als Let's Play schon auf meinem Erstkanal. Und dass es jetzt ein Let's Test ist, das ist gerade eine spontane Aktion gewesen. Also eine spontane Idee, meine ich. Deswegen habe ich am Anfang ganz normal angefangen, als wäre es ein gewöhnliches Let's Play. Tut mir leid, aber es sind gerade so ein bisschen die Ideen, sage ich mal, gekommen. Dazu, dass ich das hier erstmal zum letzten Test mache. Deswegen werde ich auch nach der Stage hier aufhören. Ja. Da ist zum Beispiel einer der neueren Zombies. Der hält ein bisschen mehr aus. Den kann man nicht mit einer Erbsenkanone alleine besiegen. Das hier ist der Pylonen-Zombie. Mit so einem Hütchen auf dem Kopf. Aber wenn man zwei Erbsenkanonen gesät hat, ist das auch alles kein Problem. Die schaffen es mit Leichtigkeit, diese Zombies zu besiegen. Und wenn man noch einen dritten entsetzt, dann erst recht. Und ich merke auch, dass das Spiel im Gegensatz zu wenn ich ohne Aufnahme das Spiele wesentlich langsamer läuft. Das liegt wahrscheinlich an Fraps dann. Das ist teilweise. Und daran, dass die Platte schon ein bisschen vollgelaufen ist. Weil ich ja nicht nur Pflanzen vs. Zombies aufgenommen habe. Pflanzen gegen Zombies. Ist ja eingedeutscht. Ja, rechts unten am Bildschirm kann man immer erkennen, sage ich mal, wann die nächste Welle von Zombies kommt und wie viele Zombies man schon von der gesamten Zombie-Anzahl besiegt hat. Wie viel da schon, ja, von weg ist. Der Levelfortschritt eben, so wie es drunter steht unter der Leiste. Ach ja, der mit der Fahne, der hat einfach nur die Fahne in der Hand. Der ist nicht irgendwie groß stärker oder so als die anderen. Braucht man sich nicht denken. Jetzt kommen danach auch keine Zombies mehr, da kriegen wir nur die nächste Pflanze. Und das ist die Walnuss. Yeah. Ach, jetzt bin ich auf nächstes Level gegangen. Aber ich würde sagen, wir gehen ins Hauptmenü. Guck ich mal kurz. Okay. Hilfe. Ja, aber das war's dann mit der Testaufnahme für Pflanzen vs. Zombies. Wenn nicht, dann werde ich das wahrscheinlich sowieso als erste Let's Play-Folge nehmen und so. Werde ich sehen, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall war's das erstmal für diese Folge. Ich bin HBK und ich würde sagen, tschüss, bis